Simsala V-Box. Lohnt sich diese Box? Wird sie sich rentieren? Ich habe bereits ein Video darüber gemacht und heute werden wir uns mal die Box genauer anschauen. Ich fand die Box in dem Video gut, deswegen habe ich mir eine gekauft. Wir haben hier noch drei extra Packs, die nehme ich hier einmal raus, Leute. Die werden wir hier zusätzlich öffnen. Drei asiatische Farbenschock-Booster. Und im heutigen Video werden wir mal schauen, beat the Box. Können wir die Box rausholen? Können wir den Wert, das was wir bezahlt haben, hier überbieten? Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Serge Live, eurem Pokémon YouTube Channel. Ja, ich habe ja jetzt vor kurzem ein Video über die Simsala Box gemacht. Da habe ich sie ja relativ hoch gelobt, muss man sagen. Wir haben hier wirklich sehr, sehr gute Booster. Wir haben hier zwei Farbenschock Booster, Flammende Finsternis, und dann haben wir hier noch ein richtig tolles Booster. Ich würde sagen, wir werden mal anfangen, die Box hier zu rippen, Leute. Die ist hier schon fast offen, deswegen kommt die hier ganz leicht raus. So schaut das Ganze aus. Jetzt hier wieder den ganzen Plastikmüll raus, weg damit. Hier haben wir die Promokarte. Da ist das gute Stück. Die Karte wollte ich damals, als ich euch Farbenschock geleakt habe, die komplette Setliste aus dem japanischen Farbenschock, da war die Karte mit dabei gewesen. Und da habe ich noch gemeint, die sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir auch besser als die Full Art Karte. Ich bin gespannt, ob ihr die auch im Deutschen bekommt. Und was war, wir bekommen die im Deutschen nur über die Simsala Box. Aber nichtsdestotrotz ein super tolles Set. Die wird jetzt hier gleich mal eingesleeved eigentlich. Oder nochmal doppelt. Die ultimative Jumbo-Karte. Die sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Auf alle Fälle nehmen wir die an. Generell möchte ich mehr Jumbo-Karten sammeln. Und deswegen kommt die auch hier mit. Ich sage nur rein, diesmal mal über das Tor Nupto. Wie bei vielen anderen Openings auch die Möglichkeit, wieder ein paar Karten zu gewinnen. Ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge an Karten. So, einmal kurz sortieren. Wir haben hier eine Brutalander GX-Karte, Dragapult, Japanisch. Dann haben wir noch ein Altaria. Dann haben wir nochmal hier. Wir haben hier nochmal die Holo-Psycho-Energie-Karte. Vier random Holo-Karten, vier random Reverse-Holo-Karten. Wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr später dann. So, schauen wir mal uns die Box weiter an. Einmal Farbenschock, Schwertschild, Base Set. Dann haben wir noch einmal Farbenschock und Nacht in Flammen. Euch könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr was aus den Codes was Gutes bekommen habt oder nicht. Das würde mich auf alle Fälle interessieren. Generell würde mich interessieren, habt ihr euch auch schon die Simsala Box geholt? Ich habe das Gefühl, dass sich sehr, sehr viele diese Box holen werden. Aber die Booster-Auswahl ist tatsächlich sehr, sehr stark. Ich habe recherchiert, im Englischen sollen eigentlich andere Booster drin sein, aber ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, dass wir auch tatsächlich die gleichen Booster im Englischen drin haben. Wenn das wirklich so sein sollte, dann habe ich mich anscheinend getäuscht. Aber ich habe mir Openings angeschaut und da waren andere Booster drin gewesen. Dementsprechend finde ich die deutsche Box auch wegen Nacht und Flammen. Schwertschild, Base Set ist auch sehr, sehr toll. Und Farbenschock, ein unglaublich starkes Set. Sehr, sehr interessant. Was würde ich denn gerne pullen? Aus Farbenschock hätte ich gerne Amazing Rare Karte. Auch hier Amazing Rare Karte. Natürlich das fette Pikachu. Der Rest ist eigentlich Bonus. Ich habe eigentlich schon sehr, sehr viele Karten, die mir gefallen. Hier muss ich euch ehrlich sagen, die einzige Karte, die ich haben will, sind die Goldkarten. Der Rest kann man sich sehr, sehr günstig einzeln holen. Deswegen hoffe ich auf die Goldkarte. Ich glaube nicht, dass wir sie pullen werden. Das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man kann nicht die besten Karten immer pullen. Das ist hier just for fun. Nach den Flammen, da hätte ich gerne wenigstens eine tolle GX-Karte oder eine Full-Art-GX-Karte, egal welche. Das wäre auf alle Fälle sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist auch meine allererste Nacht in Flammen, mein allererstes Nacht in Flammen-Booster. Und Farbenschock haben wir ja schon gesprochen. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier wieder unsere Hardsleeves, unsere Hüllen mit am Start. Booster Nummer 1, Celebi Farbenschock. Und ich hoffe, dass wir hier, das wäre wirklich unglaublich, wenn wir wirklich Feuerenergie, sage ich, Leute. Psychoenergie, das ist schon mal gut. Jirashi, Amazing Rare würden wir auf alle Fälle annehmen. Leute, wir haben ja sehr viele Amazing Rare Karten. Rekwasser haben wir bereits schon. Wir haben auch schon ein paar andere gepult. Auch aus Shiny Star V haben wir einige. Ganoville und ein Duraludon holographisch. Leider kein besonderer Hit. Das ist jetzt nichts gewesen. Das nächste Farbenschock Booster. Wir können die auch gleich mal vergleichen. Wir haben jetzt hier einmal die deutschen und hier die asiatischen Farbenschock Booster. Man sieht auch, dass das Booster um einiges größer ist. Aber die Karten sind trotzdem die gleichen, bloß halt hier in einer anderen Sprache. Aber die habe ich jetzt auch sogar vor kurzem an euch verlost. Die gingen auch gestern, also zum Tag der Aufnahme, gingen die mit der Post raus. Hier hat ein Booster nur 5 Karten. Das kann natürlich auch vorkommen, dass wir dann leider, ah ja stimmt, dass wir hier auch keinen Hit haben.
keine Rare Card, aber ich glaube, wir haben eine. Wir haben eine, Leute, und wir haben ein. Oh, okay. Zelda-Schwert. Einer hat, glaube ich, jetzt fällt es mir ein, kommentiert. Ich soll das nicht sagen, aber für mich bleibt das einfach Zeldas Schwert. Wenigstens haben wir eine Wii-Karte. Das nehmen wir auf alle Fälle an. Du kommst natürlich auch in eine Hülle rein. Ich meine, ich habe sogar damals diese Karte plus seine Entwicklung als Dynamax-Karte gegen einen Lurak getauscht. Das war definitiv, finde ich, war für mich ein guter Tausch, weil mich die Karten halt einfach überhaupt nicht ansprechen. Jetzt kommen wir mal kurz auf den Gewinn ein, oder ich würde sagen, machen wir noch einen Booster auf und dann kommen wir auf die Giveaway-Karten für dieses Video, Leute. Wenn ihr euch wundert, warum ich so viele Karten hier verlose, ich habe einfach echt sehr, sehr viel Bulk. Mit Bulk berechne ich oder nehme ich auch die ganzen Wii-Karten, GX-Karten, Holo-Karten mit rein. Ich habe auch sehr, sehr viele Holo und Shiny, wollte ich sagen, Reverse-Holo-Karten und deswegen mache ich das auch. Ich merke auch, euch gefällt mein Content, ihr seid sehr, sehr, sehr aktiv und deswegen möchte ich euch damit was zurückgeben. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, ich habe jetzt Mitgliedschaft, die könnt ihr hier auswählen, weil ihr das noch nicht bemerkt habt. Da bekommt ihr einzigartige Logos und Emojis. Das ist definitiv nur Bonus, ob ich die, oder wann ich besser gesagt die Vorteile ausarbeite oder vergrößere oder noch besser mache, wie sie jetzt sind. Weil jetzt habt ihr im Moment nur die Emojis und Logos, Feuer, Blitzenergie. Und somit könnt ihr den Channel supporten, wenn ihr Bock habt. Und im, ihr merkt es ja, ich mache ja auch viele Premiere-Videos mit Live-Chat. Da könnt ihr dann alle neuen Emojis rein spammen. Das, ich finde die sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Pocket-Kit und Roserade non-holo. Ihr könnt ja gerne euch mal die Emojis anschauen und auch mir eine Meinung dalassen, wie ihr die so findet. Ich finde die wirklich sehr, sehr lustig. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Gewinn. Das ist jetzt auch, glaube ich, interessanter. Wir haben jetzt hier eine Brutalander GX, Dragapult V, Altaria Holo, Holo Psychoenergie passend zum Dragapult. Dann haben wir noch hier 8 Karten, 4 Reverse Holos und 4 Holos. Völlig random aus meinem Bulk rausgezogen. Was müsst ihr denn dafür machen, dass ihr die Karten gewinnen müsst? So wie bei jedem Giveaway eigentlich das gleiche. Ihr müsst einfach hier Serge Live abonniert haben. Da müsst ihr das Video liken. Ihr könnt gerne euren Freunden Bescheid geben, dass ihr zusammen mitmacht am Gewinn. Ich mache sehr, sehr viele Giveaways. Und dann müsst ihr einfach kommentieren, wie findet ihr die Emojis von meiner YouTube-Mitgliedschaft? Das könnt ihr kommentieren oder ihr könnt einfach auch sagen, wie findet ihr die Simsala-Box, ob ihr euch die holen werdet. Ihr könnt es euch eigentlich aussuchen. Ich will euch da jetzt nicht festnageln. So, wir kommen zur Seite. Weiter geht's. Wir sind schon bei 8 Minuten, Leute. Obwohl ich durchgehend hier am Labern bin, sollte das eigentlich schneller gehen, weil mir macht das auch unglaublich viel Spaß. Lumanda haben wir am Start. Mauzi haben wir und ein Riesenmüll. Leider nichts dabei gewesen. Primäre, Leute. Mein allererstes Nacht in Flammen. Booster haben wir hier am Start. Das sieht ein bisschen komisch geschnitten aus hier oben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen Hit haben oder nicht. Wir haben hier einen Alola Slimer. Dann haben wir einen Sneebel. Ach, sorry Leute, ich muss noch die Reihenfolge machen. Ups. Grasenergie. Oh mein Gott, Grasenergie. Okay, Duflo auch ein Gras-Pokémon. Lurak ist leider kein Gras-Pokémon, aber Lumanda. Oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh mein Gott, wenn wir einen Lurak ziehen sollten, das wäre. Nope. Oh mein Gott, wir haben einfach nichts gepult. Vorletzte Booster. Wir haben hier nochmal einen Farbenschock-Booster. Das ist asiatisch und ich hoffe, dass wir daraus was Tolles pullen, Leute. So, schauen wir mal. Samurzel haben wir. Ein Weimar, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, das Artwork. Dann haben wir auch, dann haben wir, oh mein Gott, Elektroball Holo. Den nehmen wir auf alle Fälle an. Gefällt mir auch als japanische Holo um einiges besser, muss ich sagen, wegen dem Silberrand, aber wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Und einer der Nintendo Switch Code-Karten, Promo-Karten, die wir in jedem Booster haben. Sehr, sehr cool. Auch Promo-Codes in den japanischen Boostern, was wir damals so gar nicht hatten. So, Last Pack Magic. Bisher war die Ausbeute sehr, sehr schwach. Wenigstens habt ihr eine bessere Ausbeute durch den Giveaway-Gewinn hier. Aber trotzdem hoffen wir mal, wird scharf, dass wir im Last Pack Magic noch was Tolles pullen werden. Ich würde es uns auf alle Fälle gönnen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Orbeetle V-Max, gönn uns bitte einen Hit. Ich will nicht nur bei Zelda Schwert bleiben. Wir sagen Psychoenergie, 1, 2, 3. Und wir haben, ups, wir haben Feuerenergie. Vielleicht werden wir noch einen Glurak Reverse Holo pullen. Den Boy gibt es dann auch hier in dem Set. Kami Hubs, Pepik, Didini haben wir hier, Felino, Yanma, Ninkada,
und Rabigator. Okay, Leute, ich muss euch, glaube ich, hier jetzt nichts groß vorrechnen. Die Boxen, ihr habt ja gesehen, was wir gepult haben. Schade eigentlich, ich hätte es halt doch besser erwartet. Aber wir haben dafür trotzdem eine unglaublich schöne Simsala-Karte. Und ja, nichtsdestotrotz finde ich, ist die Box sehr, sehr stark, weil wir haben starke Booster, aber geht davon aus, wenn ihr rippt, dass ihr dann halt einfach vielleicht nicht die krassesten Karten pullt. Und ja, aber trotzdem hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar tolle Karten. Denkt ans Giveaway, Leute. Und wenn ihr gerne sehen wollt, was ich mir privat so kaufe, auch Einzelkarten, findet ihr den Patreon-Link in der Videobeschreibung, auch den Discord-Link. Da kommen täglich sehr, sehr viele Leute mit drauf. Das freut mich auf alle Fälle. Und lasst mich gerne wissen, was ihr aus den Code-Karten gewonnen habt. Das Giveaway da hinten, das wird immer mit dem Sonntags-Giveaway dann ausgelost. Und da wir dann das nächste Sonntags-Giveaway starten und die mache ich halt immer spontan mit dazu. Okay, Leute, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.